Hallo meine Wundervollen. In diesem Video wird es nochmal um meine Haare gehen. Also wenn dich das interessiert, wie der aktuelle Stand ist nach 4 Tagen, dann bleib dran. Ja, wie ich schon gesagt habe, heute ist Tag Nummer 4. Tag Nummer 4 meiner frisch geborenen Baby Dreads und das ist die aktuelle Lage. Sie haben sich auf jeden Fall schon deutlich hingelegt. Hinten sieht es so aus. Ich habe bei diesem hier, der mich ein bisschen gezwickt hat und den ich auch eigentlich ein bisschen zu groß finde, habe ich hier am Ohr meine Haare einfach ein bisschen abgeschnitten. Und jetzt zwickt es halt nicht mehr. Jetzt kann der so für sich groß werden. Wie ihr sicherlich jetzt auch schon gesehen habt, bin ich noch nicht sehr viel weiter gekommen mit den Extensions. Hier vorne sind welche drin und hinten nicht wirklich. Hinten sind nicht wirklich welche drin, nur hier vorne. Und so wie das jetzt gerade aussieht, bin ich ganz zufrieden. Das hat so was von so einem schrägen Bob, wenn man das so nennen kann. Also ich finde es halt schön, wenn sie hier im Gesicht etwas länger sind. Und hinten sehe ich es nicht und wenn ich mir einen Zopf mache, ist das okay. Die passen alle rein. Deswegen bin ich jetzt so mit der aktuellen Länge und der Anzahl der Extensions erstmal ganz happy. Nichtsdestotrotz will ich natürlich noch in alle Dreads Extensions reinmachen, aber es dauert einfach so wahnsinnig lange, die reinzumachen. Ich hatte erst so den Wunsch, dass die Extensions alle schnell reinkommen und jetzt, wo ich hier in dieser Situation angekommen bin, sage ich, okay, ab hier Stück für Stück, so wie es halt passt. Ja, was ich täglich mache, also was ich jetzt seit 4 Tagen immer so mit allen Dreads mache, ist das hier. Das hat der Dreadman zu mir gesagt, dass ich das so oft wie möglich machen soll. Und ich versuche das so oft wie möglich mit den Dreads zu machen, damit die halt hübsch werden. Denn so Baby-Dreads brauchen viel Liebe und viel Pflege. Und die wollen viel gerollt werden. Das ist so meine Pflege. Gewaschen habe ich sie noch nicht. Mir nur hier so ein bisschen den Pony gewaschen, aber die Dreads an sich habe ich noch nicht gewaschen. Soll man ja auch nicht in der Anfangszeit. Das ist der Stand der Dinge, was meine Dreads angeht. Ich hoffe, mein kleines Dread-Tagebuch hat euch gefallen. Wenn ihr Ideen und Anregungen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich freue mich sehr. Natürlich habe ich selbst auch noch ein paar Ideen. Ich habe auch Bock auf mehr Dread-Videos und ich hoffe ihr auch, sodass wir alle gemeinsam das Erwachsenwerden meiner Dreads mitverfolgen können. Ja, Daumen hoch und wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte an alle deine Freunde weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram. Schick mir ein Video auf Snapchat oder schreib mir eine E-Mail. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen.